Komm, liebe Freunde, ein besonderes Fest heute hier. Ich habe einen Strahlemann auf der anderen Seite, den Volker Oldenburg. Volker, sei gegrüßt. Schön, dass du heute im Rekrutier-Erfolgstalk bist. Moin, moin, grüß dich, Tobi. Dankeschön, dass ich heute mal dabei sein darf. Erste Mal live bei dir. Ja, ist auch was ganz Besonderes. Du bist, das wusstest du jetzt noch nicht, du bist tatsächlich der erste, das ist der erste Founders Talk, den wir machen. Oh, okay. Ja. Weil im Prinzip bisher sind ja in Anführungsstrichen nur immer, ich sage jetzt mal, Vertriebspartner, ich sage mal, in den Interviews gewesen. Und du bist sozusagen, ich nicht, dass ich was Falsches sage, aber du bist wirklich der Erste, der selber was gegründet hat, der einen eigenen Vertrieb hat. Du bist Inhaber von einem Bio-Online-Shop auf Network-Marketing-Basis. Kann man das so sagen? Ja, genau so ist das. Ja, aber ich sehe mich trotzdem, ja, wie alle anderen, die wahrscheinlich jetzt zuschauen und die in der Branche sind. Ich sehe mich wie alle anderen, ja, wie jemand, der echt Networker ist, mit Herz und Seele und da Vollgas gibt und da Spaß dran hat. Ja, ich habe es mit Achim, mit einem Freund von mir zusammen gegründet. Wir haben eine Gewaltenteilung, das ist auch gut so. So, und das macht unglaublich viel Spaß. Und deswegen, ja, streichen wir gleich mal CEO, Gründer. Ja, ich bin's, ja, aber ich bin von Herzen Networker. Ja. Also ihr seid zu zweit Gründer oder ihr habt den Laden zu zweit sozusagen aus der Taufe gehoben und du letzten Endes, klar bist du Networker, nur eure Darreichungsform oder die Auslieferungsform ist ja jetzt in dem Falle ein bisschen anders, in dem Fall über diesen Online-Shop. Ja. Und du hast ja auch schon einen coolen Vortrag gemacht auf unserem Durchstarter-Kongress, der übrigens sehr, sehr gut angekommen ist. Deswegen habe ich mich heute auch auf das Interview mit dir gefreut. Der Vortrag hieß Alles biologisch, ja. Und ich selber bin ja so ein bisschen auf diesem Trip. Das hatte ich dir ja erzählt. Ich weiß nicht, ob das was mit Altersweisheit zu tun hat oder mit Bewusstsein, tatsächlich Einkaufsverhalten zu ändern, Konsumverhalten zu ändern. Ja, und deswegen wollte ich mal mit dir drüber sprechen. Wie ist denn das bei dir überhaupt gekommen, dass du dich jetzt diesem Thema Bio-Lebensmittel oder Bio-Waren widmest? War das schon immer in dir drin oder ist das jetzt eine Modeerscheinung? Sagst du, die Zeit ist reif? Erzählst du uns mal ein bisschen was dazu? Gerne. Also unabhängig davon, wo ich jetzt starte, aber die Zeit ist natürlich auch überreif. Die ist nicht nur reif, sie ist überreif. Ja, so, aber wie komme ich dazu? Ich meine, wir beide haben uns ja schon unterhalten. Ich komme ja von dem landwirtschaftlichen Betrieb aus Schleswig-Holstein, auch wenn ich jetzt hier unten in Oberbayern am Chiemsee lebe. Ja, und als ich Kind war, war das Wirtschaften auf so einem Hof eigentlich noch wie Bio. Ja, das war gerade so der Umschwung hin zu den Düngemitteln, Pestiziden, Insektiziden, mit all dem, was da so dazugehört. So, und wie gesagt, ich wäre gerne Landwirt geworden, aber trotzdem bin ich damals war ich natürlich nicht alles andere als happy, als meine Eltern sagten, dass das nichts wird. So, heute bin ich dankbar, um Gottes Willen. Wenn ich heute, ach, bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, das ist echt harte Arbeit, egal wie. So, und ich habe immer, also der eine oder andere hat es ja mitbekommen, ich habe ja auch Network schon mit anderen Unternehmen gemacht. Ich glaube, fast jeder ist in seinem Leben irgendwann schon mal mit Network Marketing in Berührung gekommen, egal in welcher Form. Ja, ob positiv, kurzfristig oder dann irgendwie gar nicht, I don't know. Jeder hat da irgendwie seine ersten Erfahrungen gemacht. Ich mit 23 Jahren, damals in der Finanzdienstleistungsbranche. Ja, ich fand das total cool. Ja, wenn du von so einem Dorf kommst und kommst nach Hamburg das erste Mal in so ein Hotel, ja, wirst du eingeladen. Ich habe echt gedacht, ich bin eingeladen worden. Das ist ja cool. Ja, irgendwann habe ich natürlich gewusst, dass mit dem Einladen, na gut, das war eine schöne Promotion. Ja, aber egal, aber mich hat das total fasziniert, dieser Begriff. Mit dem Aufbau von Strukturen, wir sagen ja so schön in der Branche, die Duplikation, habe ich gedacht, aber was für eine geniale, coole Idee. Ja. Trotzdem bin ich da wieder rausgerutscht, weil Finanzdienstleistung, ich bin da ganz ehrlich, ich war nicht so ein harter Knochen wie du, der das dann mit Direktkontakt mit allen irgendwie durchgezogen hat. Ich hab wirklich nur im Freundes- und Bekanntenkreis gearbeitet und da weißt du, wie lange sowas gut geht. Nicht sehr lange. Ich habe nie professionell irgendwas gelernt mit Empfehlungen ziehen oder. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja,
Und diese Idee mit dem Bioprodukt ist eigentlich entstanden, nachdem ich in dem letzten Unternehmen, in dem ich mit meiner Frau war, viele Jahre, eines unserer schönsten Zeiten, Network Marketing, ja, aber trotzdem irgendwo das Feuer verloren haben für dieses Ganze. Ja, für dieses, das, wie wir es gemacht haben. Egal wie, es ist ein tolles Unternehmen, gibt es heute noch, kann ich jedem empfehlen, aber ich könnte auch ganz viele andere Unternehmen jedem empfehlen. Das muss zu einem passen. So, und ich habe damals gedacht, ey, es muss doch möglich sein, weil die Welt verändert sich, das kriegen wir ja alle mit, so dem Planeten auch was zurückzugeben. Ich sage mal so gerne, enkeltauglich halten diesen Planeten. Weil ich schaue, ich bin 56 Jahre, ja, ich bin natürlich, das heißt natürlich, also ich bin Vater, aber meine Kinder sind ja erwachsen. Der Jüngste ist 21, ich habe Enkel. Ja, und ich frage mich jetzt immer mehr, weil du gerade sagtest, kommt diese Weisheit mit dem Alter, Tobi? Ich weiß es nicht, ja, aber mich bewegt das. So, und ich möchte, dass, wenn es irgendwie machbar ist, einen Beitrag dazu leisten, ja, dass wir alle gemeinsam etwas für diesen Planeten machen. Und da ist Bio für mich, also biologisch erzeugte Produkte, es geht ja nicht nur um Lebensmittel, es geht ja um so viele Dinge, diese ganzen tollen Unverpacktläden, die es mittlerweile gibt. Wie cool wäre das, wenn ich da jetzt demnächst mal eine Lösung für habe, wie wir unverpackt in den Online-Shop mit reinkriegen. Ja, weil das finden die Leute total cool. Volker, ich bin mir sicher, dir wird was einfallen. Ja, ja, da kommt was. Pass mal auf, also ich höre da raus, am Ende ist das auch so ein bisschen so eine Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Fandest du, das warst ja erfolgreich im Network, aber das mit diesem Thema Bio ist auch wieder so eine Identitätsgeschichte. Da schließt sich wieder der Kreis, du kommst ja eigentlich vom Bauernhof, ja. Der Zeitgeist entspricht dem auch so ein bisschen. Aber pass auf, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein noch. Ab wann hast denn du eigentlich angefangen, selber Bio Lebens- oder Nahrungsmittel zu kaufen? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist 56. Wann ging das los? Also, das ist tatsächlich, da kann ich ja nicht mal genau sagen, das ist ja auch so ein Wachstumsprozess. Ich würde sagen, das ging tatsächlich bei uns schon vor 25, 28, vielleicht 30 Jahren schon los. Aber natürlich sehr überschaubar. Ja, und ich sag mal so richtig bewusst die letzten 14, 15 Jahre. Ja, jetzt würde ich sagen, seit 3, 3,5 Jahren versuchen wir tatsächlich, egal was wir machen, ja, wirklich egal was, ja, versuchen wir in irgendeiner Form darauf zu achten, dass wir das in Bio-Qualität bekommen. Ja, so. Selbst bei Kleidung versuchen wir mittlerweile darauf zu achten, dass wir da in irgendeiner Form einen Hersteller nutzen, ja, der eben auch auf solche Dinge Wert legt. Ja, das jetzt nur Bio ist oder eben dieses Fair Trade. Also diese ganzen Sachen, das ist ja ein gesamter Werteblock, für den man sich entscheidet. Es ist ja nicht nur zu sagen, ich esse jetzt mal ein bisschen Bio, ja, sondern das ist wirklich die Bereitschaft zu sagen, ich kaufe bestimmte Dinge nie wieder, ich mache es nicht mehr. Wir listen gerade wieder bei uns Produkte aus im Shop, ja, weil das die Partner sich wünschen, dass wir die auslisten, weil die zu einem Großkonzern gehören, den wir ja nicht unterstützen wollen. Ich sage natürlich jetzt nicht wen, aber ja, es gibt ja einige von diesen. Ja, und man sagt, okay, wenn das der Wunsch ist, muss ich mir vorstellen, nicht nur sagen, ich habe da das Produkt, super, ja, können meine Partner kaufen, ich kann es kaufen und kriege da ein kleines bisschen Provision dafür. Nein, ja, die kommen auf uns zu und sagen, Volker, das geht aber nicht, dass wir den Hersteller im Sortiment haben, weil... Ja, und dann verändern wir das eben. Also nochmal darauf zurückzukommen, wir versuchen wirklich, ja, in allen Facetten mittlerweile, ja, nur Produkte aus nachhaltigen biologischen Anbau- und Verarbeitungsmethoden zu nutzen. Klasse. Wunderbar. Im Übrigen, was mir da gerade einfällt, hey, man muss aber auch den großen Playern eine Chance geben, den Change in Richtung Bio mitzugehen. Also wenn jetzt der große Nahrungsmittelkonzern einen kleinen Bioladen aufkauft, dann wäre es ja unfair, den aus der Listung zu nehmen. Nee, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Vielleicht treten Sie den ja irgendwann uns wieder ab. Auch gut. Dann ist das wieder okay. Pass auf jetzt. Ich habe dir ja schon meine Story so ein bisschen erzählt.
weil du hast gerade von Werteblock gesprochen, weil mich interessiert das wirklich und ich merke halt immer, man kann nur versuchen, das dem nachzugehen oder das ganzheitlich zu sehen, aber man kriegt es gar nicht hin. Beispiel, ich hatte dir erzählt, dass ich einen Jagdschein gemacht habe. Ich habe mich dazu entschlossen, wenn Fleisch, dann nur noch das, was ich selber besorge, weil, und das sehe ich jetzt, ich sage mal, so ein Stück zurecht zu machen und verwertbar zu einer Wurst zu machen und so, eine Hundearbeit. Also ich persönlich esse das jetzt mit einer ganz anderen Wertschätzung, als wenn ich jetzt irgendwo zum Discounter gehe, da ein Stück Fleisch aus der Kühlung grapsch und das einfach in die Pfanne haue, das ist weg. Es ist keine Emotion dabei, nichts. Also das heißt, bei Fleisch habe ich jetzt meine persönliche Entscheidung getroffen, das nur noch so zu machen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie auf die Idee kommen, zum Beispiel eine Autowerbung gestern gesehen, die machen nur noch vegane Sitze. Ja. Ja, also so, ich denke mir dann immer, wo fängt man denn da an und wo hört man denn da auf? Würdest du jetzt sagen, okay, wenn ich ein Auto kaufe, mein nächstes hat auch vegane Sitze? Also über vegane Sitze habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht muss man erstmal drüber nachdenken, überhaupt ein Auto zu fahren oder nicht. Das wäre vielleicht eine andere Botschaft, und zu sagen, öffentliche Verkehrsmittel, ich weiß jetzt gerade in der aktuellen Zeit, macht das auch keine Freude, ja, wenn man da vermummt sitzen muss. Ja, dann öffentliche zu nutzen. Aber das ist ja die erste Frage. Brauche ich ein Auto? So, wenn ich mir überlege, dass ich dort, keine Ahnung, 6, 8, 10 Liter Sprit pro 100 Kilometer verbrate, ja, fossile Brennstoffe, die nicht wiederkommen. So, und dann mache ich mir gleichzeitig, also das ist mir egal, ja, und gleichzeitig schaue ich, dass ich vegane Sitze kriege, also ganz ehrlich. Da muss ich schon ein bisschen lachen. Das ist genauso, wenn mir Leute sagen, Folger, keine Ahnung, Produkt XY, wir haben jetzt seit ein paar Tagen den Manuka-Honig im Sortiment. Oh, weil die Leute den haben wollen. So, jetzt haben wir Manuka-Honig, was glaubst du, was passiert? Üben sie immer überall. Und dann kommen die Nächsten und sagen, der kommt ja aus Neuseeland. Ja, das passt aber nicht. Wir brauchen regionale Produkte. Und gleichzeitig haben die in ihrer letzten Bestellung irgendwelche Nussmusse von Rapunzel dabei gehabt. Dann sage ich, Mensch, aber die Nüsse kommen aus der Türkei. Ist das okay? Ja, weißt du, in dieser Gesellschaft so, wenn man irgendwie ein Faible für irgendwas hat, wo man glaubt, man muss mal mitquatschen, ja, dann quatscht man da mit. Ja, so. Und deswegen, also ich finde, das muss jeder für sich entscheiden. Ich würde, wenn ich mir ein Auto kaufe, niemals darauf achten, ob der Stoff, ja, darauf Wert gelegt hat, dass da eben das vegan ist. Ja. Ja, mal ganz ehrlich, ja, klar ist das wichtig, da ein bisschen drauf zu achten. So, aber du sagst gerade, du bist jemand, der auch Fleisch isst, ja, vielleicht nicht mehr so oft wie früher. Ja. Heute bewusster. Früher hast du vielleicht im Sommer, ich weiß es nicht, von 40 wunderschönen Abenden, 35 auf der Terrasse verbracht mit Wurst und Steak und keine Ahnung. So, und das machst du heute vielleicht noch 15 Mal mit Fleisch. Ja, und die anderen Male halt vielleicht nur mit Gemüse oder so. Ja, das weiß ich nicht. Aber da verändert sich eben was. So, das ist eben die Frage, was nutze ich wie? Und ich finde erstmal schon mal extrem wichtig, wenn man sich entscheidet, ja, auch tierische Produkte weiter in seinem Leben zuzulassen, weil Fakt ist, es werden Tiere eben auch dafür genutzt, dass wir sie essen, ja, oder ausbeuten. Bist du Vegetarier oder Veganer? Nein, weder noch. Ja. Aber unser Fleischkonsum oder überhaupt der Konsum von tierischen Produkten hat sich bei uns, weil unsere Kinder sind entweder vegetarisch oder vegan, ja, da kriegen wir schon jedes Mal Schelde, wenn ich nur ein Stück Butter kaufe. Ja. Aber ich würde sagen, der Konsum bei uns hat sich um, also wir essen vielleicht 2 bis 3 Mal im Monat noch Fleisch. Mhm. Ja. Und ich bin auch ehrlich, und es gab Phasen, da waren es vielleicht von 30 Tagen 25 Mal. Okay. Und sei es nur der Aufschnitt morgens, auch Brot oder sowas. Ne? Okay, pass auf, jetzt habe ich habe mal versucht, ein bisschen was zu analysieren und habe mir mal die Frage gestellt, ob jetzt biologisch einzukaufen, hat ja ein bisschen was mit hier zu tun.
Das ist ja auch irgendwie so, ich denke mir dann, eigentlich ist es auch ein bisschen dekadent, weil es eigentlich nur denen möglich ist, die auch ein bisschen Pulver haben. Oder was will ich damit sagen? Ich wohne dankbarerweise in einer sehr tollen Gegend. Ich wohne in München Solln. Und wenn ich mich da umschaue, ich glaube, ich habe relativ nicht nur die höchste Ferrari-Quote in Pullach-Grünwald, sondern auch die höchste Tesla-Quote. Wenn ich mich jetzt aber umschaue, wer diesen Hybrid oder diesen Elektroauto fährt, dann ist das nicht der, der irgendwo am Band steht, sondern das sind die, die noch drei andere Autos zu Hause haben, wo die Mama noch ein SUV hat, wo die Kinder den neuesten Mini fahren und, und. Und dann denke ich mir wieder, und der klassische, bleiben wir bei dem Beispiel Tesla-Fahrer, ist ja auch der, der immer das neueste iPhone hat. Also eigentlich sind ja die größten Konsum, was soll ich jetzt sagen? Also eigentlich, weißt du, das ist so dieser Disput. Die fahren zwar das Elektroauto, weil sie sagen, wir wollen nichts Fossiles mehr verbrennen, führen aber auf der anderen Seite den dekadentesten Lebensstil in so einem Überfluss, dass man sich das gar nicht. Das ist Wahnsinn. Also hat dieser Bio-Lifestyle, kann den eigentlich auch ein Normalo leben? Also auch dazu, also du hast natürlich völlig recht. Hochwertige biologische Produkte, ja, die auch noch Geschmack haben, die wenig verseucht sind mit Pestiziden, Insektiziden, ja, wo weniger Wasser drin enthalten ist, dafür mehr Nährstoffe, ja, die sind natürlich im ersten Moment gefühlt teurer. Klar, wenn ich nur wenn ich nur die Menge vergleiche, ja, und den Preis anschaue, ist es immer teurer. So, die Frage ist natürlich, die muss man sich selber mal kurz beantworten. Ja, ist mir der Preis nur für mich in dem Moment, wo ich es kaufe, wichtig? Ja, oder auch der Preis, den wir als Generation, ja, dem Planeten irgendwann mal wieder zurückgeben müssen? Und diesen Preis zahle ich nicht mehr. Ich bin 56, bis das zu bezahlen ist. Die Fehler, die wir jetzt machen und in den letzten Jahren gemacht haben, ja, dann bin ich sicherlich, dann ist mir, sage ich mal so, ist mir es wahrscheinlich egal, weil ich dann eh schon von den Würmern verspeist wurde. Ja, aber Spaß beiseite. Ja, diese Frage ist doch das Erste, was man sich stellen muss. Das kostet ja trotzdem Geld, auch wenn ich es jetzt heute nicht bezahle. So, das Nächste, ja, da stelle ich immer wieder fest, wenn ich hochwertige Produkte nutze, was ich Obst oder Gemüse, ja, dann ist das ja viel werthaltiger. Ich esse ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, esse ich weniger, ja, von diesen Sachen. Das ist der nächste Punkt. Und jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, ja, mit Bio, es ist teurer, du hast völlig recht. Aber die Entscheidung ist doch, ist es mir wert? Ist es mir für meinen Körper, für meine Kinder wert, das zu nutzen? Ist es mir das Ganze wert, dass ich auch diese, sag mal, diese Einstellung zu diesem Lebensstil, ob ich das meinen Kindern weitergebe, ob ich es meinen Enkeln weitergebe? Weil wenn keiner anfängt und wir weiterhin nur, ich sage jetzt mal das Wort nicht so deutlich, ich sag mal, tierische Produkte aus dem Discounter kaufen, die dann optisch schön aufgehübscht werden, sodass man das Gefühl hat, die kommen ja irgendwie auch von einem glücklichen Bauernhof, ja, und kommen aber eigentlich aus einer KZ-Anlage, wo 400.000 Viecher gelebt haben. Ja, also ganz ehrlich, da muss man sich doch fragen, was gebe ich da weiter? So, jetzt geht noch ein Schritt weiter. Gut, momentan ist es gerade ausnahmsweise mal anders, aber die Leute fahren lieber zwei, dreimal im Jahr in Urlaub. Ja, anstatt auf einen davon zu verzichten und sich deswegen und von dem nicht ausgegebenen Geld vielleicht bewusster, ja, im Sinne dessen, was wir dem Planeten geben können, ja, einfach auch bewusster ernähren. So, Okay. deswegen, ich, sorry. Also ist es wieder mal, ich sage jetzt mal, selbst für geringere Einkommen eine Frage der Entscheidung, weil dieses Entscheiden heißt verzichten, ist also auch hier, ist auch hier der Fall. Vielleicht, ja, verzichte ich dann auf einmal essen gehen irgendwie in der Wirtschaft oder auf einen Kurzurlaub dafür, dass ich mir mein Bio-Lebensmittel-Lifestyle leiste. Genau. Also ich sag mal, wer sonst nichts verändert in seinem Leben, für den wäre das genau die Botschaft. Ja, und dazu sind die Menschen ja nicht bereit. Lieber noch einen Urlaub mehr, ja, bevor man da irgendwie auf einmal an der Stelle was spart. Ja, und deswegen, ja, weil ich natürlich auch im Laufe der Jahre, wo ich mich mit meiner Idee, mit dem Online-Shop Lars Garabella Bioprodukte beschäftige, kannst du dir vorstellen, weißt du ja auch, ja, du hast wahrscheinlich von 1.000 Gesprächen mindestens 300 bis 400 Mal gehört,
Ja, entweder, oh, es ist ja ein Werbegag, ist ja nur Marketing, um mehr Geld für die Produkte zu bekommen. Ja, oder ich kann mir das nicht leisten. Ach, Volker, wir sind eine vierköpfige, eine fünfköpfige Familie. Weißt du was, dann würden wir ja, wenn wir alles in Bio kaufen, dann geben wir nicht mehr 380 Euro aus, sondern müssen wahrscheinlich 800 ausgeben oder 700 oder I don't know. Ja, ich kann mir Bio nicht leisten. Und da wieder zwei Dinge dazu. Ja, es ist eine Einstellung, das ist schon mal Punkt 1. Und es ist ja immer so, kennen wir ja auch alle, das Geld ist immer am Monat, egal was ich verdiene, habe ich 2.000 netto, fehlt mir was am Monatsende, habe ich 2.500, fehlt mir was am Monatsende, habe ich 3.000, fehlt mir auch irgendwie was am Monatsende, weil man seinen Lebensstil ja eben auch verändert. So, und das ist aber unabhängig davon. Jetzt hat ja jeder die Möglichkeit, jeder, egal wie, ja, unter, ich sage das natürlich jetzt für mich, Lars Garabella, ja, wenn man das eben cool findet mit Bioprodukten, ja, warum dann nicht einen eigenen Online-Shop im Network-Marketing betreiben mit handelsüblichen Verbrauchsprodukten, ja, in bester Bio-Qualität und sich damit, ja, eben auch die Möglichkeit zu schaffen, vielleicht das, was ich mehr ausgebe, durch ein Zusatzeinkommen wieder reinzuholen. Und dann wird Bio das Normalste der Welt. Ja, so. Und das muss also natürlich nicht das Garabella sein, das kann ja auch irgendwas anderes sein in der Branche. Also in dem Falle, in dem Fall ist ja dein USP, ist mir gerade eingefallen, du könntest auch sagen, Bio endlich leistbar machen. weil letzten Endes, ich sage jetzt einfach mal, das, ich sage mal, von 380 Euro im Monat auf 700 für Bioprodukte, einmal die 300 Euro, die kann ja jeder dazu verdienen, oder? Also da muss man ja jetzt nicht... Das kann ja wirklich fast jeder. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, bei 3.000 wird es wahrscheinlich schon ein bisschen anspruchsvoller, aber so 250, 300 Euro zusätzlich durch so einen Online-Shop, das stelle ich mir jetzt gar nicht so schwierig vor. Nee, und das ist es auch nicht. Ja, natürlich, wir haben immer Herausforderungen. Du weißt, ich bin nach wie vor ein Startup-Unternehmen, sind noch keine 3 Jahre am Markt, aber es läuft super. Ja, und das ist ja das Schöne, da lache ich ja immer, als wir begonnen haben, hatte ich 175 Artikel, um Gottes Willen, wie soll man da wirklich einen vernünftigen Warenkorb füllen, ja, und das ist ja Stück für Stück gewachsen, jetzt sind wir auch noch nicht viel, ich weiß nicht, 750 oder 800 Artikel, die wir jetzt mittlerweile im Shop haben, auch noch extrem klein für ein Bio-Sortiment, ja. Und ich weiß, dass das in anderen Unternehmen schon eine mega Produktpalette wäre, wenn die 800 Produkte, verschiedenste, erklärungsbedürftige Produkte in ihrem Sortiment haben. Aber da meine Produkte ja für niemanden erklärungsbedürftig sind, ja klar, wenn einer nicht weiß, warum, was ist ein Manuka-Honig, dann googelt man das einmal und entscheidet sich, den auszuprobieren oder eben nicht. So, Nudeln, Reis, Tomaten, ganz normalen Kaffee, Tee, ja, ich muss nichts erklären. Deswegen ist das ja so faszinierend, das Produktsortiment auch leicht aufbohren zu können. So, und mit jedem neuen Produkt steigt ja die Attraktivität des Shops. So, und wenn ich mir vorstelle, es dauert jetzt vielleicht noch 3 Jahre, wir haben jetzt gerade einen neuen Logistiker, Chaka, jetzt haben wir einen, der locker 5.000, 6.000, 7.000 Bestellungen pro Tag abwickeln kann. Ja, wurde Zeit, dass wir da eine Veränderung hinbekommen. So, wenn wir uns denn vorstellen, dass das Sortiment, ja, langfristig sind für mich vielleicht 2, 3 Jahre, ja, zum Vollsortimenter wird und wir in diesem Bereich 15, 16, 18.000 Artikel anbieten, ja, dann ist das mega, weil dann gibt es nichts mehr, ja, wo einer sagt, ich hätte gern noch den Wunsch. Und wenn da jemand was findet, irgendwo in einem Zipfel in Spanien oder in Frankreich, was wir noch nicht im Sortiment haben, ja, das aber gut dazu passt, dann nehmen wir das dazu. Mhm. So, und dann geht das ganze Konzept, das ist ja, also ich finde es total cool, ja, wenn das dann funktioniert. Die sagen immer, regional und digital, ja, steht ja normalerweise im Wettbewerb. Ja, der Onlinehandel nimmt ja den Stationären was weg. So ist das ja im Normalfall. Und wir haben gesagt, ja, das möchten wir miteinander verknüpfen. Ja, dass wir sagen, okay, es gibt regionale Betriebe, ja, die vielleicht bei den ganz Großen in dieser Branche nicht gelistet werden, weil sie entweder zu wenig haben, ja, oder weil sie eben nur frische Sachen haben. Die sind, ich sag mal ganz, ganz salopp, sind einfach nur Landwirte mit Herz und Seele und das können sie auch. Ja, aber es sind keine Vertriebler. Die wissen gar nicht, wie sie ihr Zeug verkaufen sollen. Und dann verschleudern sie das am Ende an irgendwelche, ja, Einkaufsgemeinschaften, was auch immer. Ob das jetzt Bio ist oder wenn es gar nicht geht, eben auch an den regionalen Lebensmittelmarkt mit 3 oder 4 oder 5 Buchstaben. So.
Und denen bieten wir ja die Möglichkeit mit ihren frischen Produkten, dass wir die regional für sie in den Vertrieb nehmen. Das ist unvorstellbar. Wir werden perspektivisch, ja, ich weiß, ich muss überlegen, was ich erzähle jetzt, hier ist alles öffentlich gerade, ja, aber ich sage mal, alleine in Deutschland schätze ich mal, dass wir in einigen Jahren zwischen 4.000 bis 6.000, 7.000 regionale Biobetriebe angeschlossen haben an unser Shop-System. Ja, und die liefern tatsächlich dann regional die Produkte, sicherlich über ein kleines dezentrales Lager, ja, wo die ihre Waren hinbringen, und dann machen wir eben die Gemüsekisten. Und alles wird über den Shop abgewickelt. Oh, weil du sagst, man muss ja Visionen haben. Also das ist ja, also weil du sagst, ich muss aufpassen, was ich erzähle. Ich finde das gut, weil alles andere würde gar nicht zu dir passen. Ja. Danke. Also nochmal eine andere Frage. Ja. Wie läuft denn das jetzt? Also angenommen, ich mache so einen Online-Shop. Das sind natürlich Zahlen, die jetzt nur du kennst. Kaufen dann deine Partner in ihren eigenen Shops tendenziell ein oder laufen über diese Shops mehr externe Umsätze? Aber, weißt du, worauf ich hinaus will? Naja, also die, da ja nicht jeder, du weißt ja, wie das ist. Ja, wir sind ein Businessmodell und die Kollegen, ja, arbeiten natürlich im Rekrutieren, ich nehme jetzt mal das Wort von dir, Rekrutieren, ich habe gesagt Sponsoren, ich bin mir ganz einig, ich nutze jetzt mal im Rekrutieren, ja, ja, da spricht man mit den Leuten ja vor allen Dingen über die Businessmöglichkeit mit so einem Konzept. Das heißt, ganz viele kommen natürlich dazu, weil sie irgendwie hören, ja, ich will jetzt ja nicht auf die Details eingehen, kostenfrei und alles, das kann sich ja jeder registrieren, das ist wie irgendein anderer Online-Shop. Ja, es gibt hier keine Verpflichtung. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte so ein paar, aber nein, wir haben uns entschieden, es gibt keine Verpflichtung. Jeder kann dabei sein. So, und da gibt es natürlich das, was wir anfangs hatten, dass die Leute zwar kurzfristig starten, aber eigentlich im Kopf gar nicht für Bio, die sind noch gar nicht für Bio bereit. Ja, so, und deswegen gibt es natürlich auch hier Menschen, die das Produkt nicht unbedingt nutzen. Macht aber nichts. Das kommt schon alles Stück für Stück. Ja, der Vergütungsplan, ja, ist so aufgebaut, dass ein Großteil der Leute, ja, bei denen entsteht eine Gruppe, obwohl sie eine Zeit lang vielleicht gar nicht wirklich aktiv sind. So, und dann, wenn es 20, 30 Euro zurückgibt und sei es nur so ein bisschen, dann wird halt eingekauft, zumindest für die Summe. Okay, wahrscheinlich ist es da auch genauso wie überall, Pareto-Prinzip, 20% nutzen es ein bisschen intensiver, 80% haben sowas zwar, aber sind sich der Möglichkeiten noch gar nicht bewusst, ja, oder genau, haben selber noch gar nicht die eigene Geisteshaltung. Mhm. Spannend. Also das hatte ich mir, bin ich ganz ehrlich, Tobi, das habe ich mir auch anders vorgestellt damals. Ich dachte, ey, das macht doch dann jeder kauft fleißig ein. Nee, also auch bei uns, das Pareto-Prinzip trifft auch uns. Es ist also immer und überall, egal mit was, es ist immer das Gleiche. Vielleicht nicht ganz so krass, ich habe vielleicht eher das 70-30er-Prinzip, aber trotzdem, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber gut. Ja, aber du bist ja Profi, du hättest das wissen müssen, nur bei sich selber denkt man immer, oh, es könnte anders werden. Ja, genau. Aber egal, alles gut. Nee, ist ja nicht schlimm. Ja, aber das ist die Idee, die dahinter steckt, sodass wir, weil du es angesprochen hast, ja, momentan kaufen die meisten so, ich bin da ja auch ehrlich, so für 60, 65, vielleicht für 70 Euro. 70 ist schon fast hoch, sagen wir eher 60, 65 Euro. Das ist das, was so eingekauft wird für sich selbst. Und ich denke immer, davon kann man aber nicht leben. Also für 65 Euro, das haben wir zu Hause in 4 Tagen verputzt. Ja, wenn ich da jetzt, ich lache dann manchmal, wenn dann eine Dose von dem, eine von dem, eine von dem und ich kaufe dann, keine Ahnung, 12 von der gleichen Sorte. Ich denke, einmal im Monat muss ja reichen. Ja, aber gut, so, und dieses, und das ist eben spannend, wenn du dann überlegst, Tobi, dass das Sortiment von diesen 700, 800 Artikeln mal auf 15.000, 20.000 hochgeht, der ganze Bereich der Kühlware, Tiefkühlware, Tier, Kleintierfutter und der ganze frische Bereich regional abgedeckt werden kann, dann bin ich davon überzeugt, dass die durchschnittlichen Bestellvolumen, und das ist ja auch mega für so ein Unternehmen, ich meine, ich sehe das jetzt einfach mal für uns als Unternehmer, ja, dann werden die durchschnittlichen Bestellvolumen wahrscheinlich eher bei 250, 300, 400 Euro pro Monat sein, nicht pro Bestellung. Weil die Leute vielleicht alle 2 Wochen sich eine gemischte Obst-Gemüse-Kiste liefern lassen. Ja. Cool.
Ja, das sind Mega-Chance, ja, und Mega-Markt. Ja, du hast vorhin was gesagt. Ich glaube, da spielen mehrere Sachen zusammen. Erstens mal der Trend Richtung Bio. Zweitens auch gerade aufgrund der aktuellen Situation das digitale Einkaufen und nennen wir es jetzt mal Online-Shoppen. Für mich war ja bis vor ein paar Jahren unvorstellbar, ein Lebensmittel Online-Shoppen, ja, bin ja nicht doof. Ja? Da gehe ich irgendwo hin und kaufe das. Aber letzten Endes jetzt mit der Message, dass dieses online geshoppte Lebensmittel oder Produkt tatsächlich aus der Region kommt oder kommen kann, ist ja tatsächlich eine geile Geschichte. Ja, ja, da sind wir wieder bei einem Trend. Ja. Wir haben gesagt, Bio ist ein Trend. Das ist ein Trend. Ja, das Klima, also dieses Paket, darüber nachzudenken, dass wir was für Umwelt machen müssen, da zähle ich Bio mit dazu. Das ist ein Trend. Ja, Energieerzeugung, da will man weg von den Fossilen und hin zu Erneuerbaren. Das ist ein Trend. Ja, so. Dann hast du es gerade angesprochen, das Online-Shoppen für Lebensmittel. Du hast total recht. Ja, wir haben ja diese Veränderung mit den Online-Läden in den letzten Jahren schon gesehen. Vom stationären, hätte ich nie gedacht, vom stationären hier Kleidungsladen, ja, zum Online-Shoppen für Klamotten. Also ich weiß nicht, also ich gehe heute gerne noch in ein Schuhgeschäft, wenn ich mir Schuhe kaufe. Ja, ich will die vorher mal laufen. Ja, aber andere bestellen sich halt 10 Paar wahrscheinlich oder 20, bis da mal eins dabei ist, was passt. Da habe ich nie gedacht, dass das in diesem Bereich so schnell geht. So, und im Lebensmittelbereich oder in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ist ja nicht nur Lebensmittel, ja, da ist nichts bisher passiert im Online-Bereich. Ich glaube, nach wie vor in dem Markt, in dem ich jetzt wo wir jetzt aktiv sind, im Online-Shop, wir haben noch nicht mal 1,5% Marktanteil mit Online-Shops. Und es gibt ja einige Online-Shops, ja, für Produkte, auch für ganz normale Lebensmittel. Ja, selbst ich zähle die Lieferdienste von Rewe und Konsorten mit dazu. Und ich meine 1,5%. Ja, wie wahnsinnig. Was ist denn hier los? Und jetzt verändert sich die Welt. Natürlich für uns total zum Positiven. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. So, das ist ja das eine. Und das nächste ist, egal was für eine Krise wir haben. Jetzt haben wir ja nun gerade so eine Krise. Egal wer da welche Einstellung zu hat, was er darüber denkt. Fakt ist, sie ist da. So, und die Menschen haben nicht mehr die Freude, irgendwo hinzugehen, um einzukaufen. Und da kommt eben das Konzept dazu, dass ich sage, Essen, Trinken, Toilettenpapier, wir erinnern uns, dass das ja letztes Jahr mal ausgewiesen ist. Wie verrückt ist das denn? Ja, anstatt sich was zu essen zu kaufen, Toilettenpapier zu horten. Aber okay, ja, vielleicht kann man das ja auch schön anbraten oder panieren, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, dieser Markt, den wir jetzt schon haben, alleine in Deutschland mit über 180 Milliarden, muss ich mir vorstellen, den habe ich ja nicht kreiert, der ist da. Weil du gehst essen, Tobi, und hier alle deine Nachbarn um dich rum, die da wohnen, jeder geht ganz normal einkaufen. Einmal die Woche, einige einmal am Tag, alle anderen, keine Ahnung, es gibt welche, die können alle 2 Wochen einkaufen, machen Großeinkauf, Familie, ja, fast schon Urlaub, Koffer werden gepackt und jetzt geht man los, und jetzt war vor 30 Jahren so. So, und das ist das, was wir vorstellen. Also unabhängig, ob es uns schlecht geht oder nicht, versuchen wir so lange wie es geht, unser Geld irgendwann nur noch für das Nötigste auszugeben. Hoffentlich kommt es so nie. Aber deswegen, das, was wir als Sortiment anbieten, dafür muss ich noch nicht mal einen Markt schaffen. Der Markt ist da, der Trend ist da, Online-Shopping steigt und ich bin happy. Und jeder kann davon profitieren. Folge, mein Lieber. Pass auf, weißt du, jetzt, also ich sage jetzt mal, erstens mal schön, dass wir heute mal über dieses Thema tatsächlich auch philosophiert haben. Du weißt, ich habe es dir gesagt, ich bin mittlerweile relativ schwer begeisterbar. Du kennst das, vieles gehört, alles gesehen. Aber wie gesagt, da es ja auch so ein bisschen mit meiner eigenen Entwicklung zu tun hat, war mir das irgendwie ein Anliegen, dich mal in diesen Talk reinzuholen. Und ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. genau. Was ich heute jetzt aber wieder gelernt und gesehen habe, insbesondere in dieser Abschlusssequenz, dass Begeisterung durch nichts zu ersetzen ist. Das ist ja immer auch im Network Marketing dieses Thema, wie werde ich erfolgreich? Und letzten Endes die Menschen, die sprühen, die
die gar nicht an sich halten können, wenn sie über ihre Vision, über ihre Mission, über ihr Thema erzählen. Das sind ja letzten Endes die Erfolgreichen. Und das sehe ich bei dir. Und ich glaube mal, das ist, du lebst das mit Haut und Haaren. Und ja, ich sage jetzt mal, für diejenigen, die jetzt zugeschaut haben, wenn euch dieser Talk gefallen hat, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe, dann gebt uns gerne ein Like. Mich würde jetzt hier wirklich auch mal heute interessieren, eure Meinung zu diesem ganzen Thema Zeitgeist, Entwicklung bio, vegetarisch, vegan, dieser Spagat, den man vielleicht hat und wie ihr das Ganze seht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn der Folger Lust hat. Vielleicht kommentierst du ein bisschen mit und nehmen wir dann auch die Zeit. Und ansonsten, ich behalte euch im Auge. Ich freue mich jederzeit von dir und deinen Erfolgen zu hören. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, gerne den Kanal abonnieren vom Rekrutier. Dann bleibt ihr immer informiert und kriegt brandheiß die neuesten Infos und Interviews zum Thema Network Marketing und Erfolg in dieser Branche. Danke, Volker. Du, total gerne. Danke dir. Ja, schön, dass wir uns zusammengesetzt haben. Wünsche dir einen mega schönen Tag. Biologische Grüße nach München. Servus, Volker. Mach's gut. Ciao. Also, tschüss.